klein, aber besonders fein. Dass dies ein besonderer Anlass ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie daran erkennen, dass 3 Abgeordnete und 5 hochrangige Kommunalpolitiker unter uns sind. Ich freue mich sehr, dass aus dem Deutschen Bundestag der Landesgruppenchef Andreas Jung unter uns ist und die Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg, Nische Erikli und lieber Jürgen Keck. Es ist ein Landrat bei uns, lieber Landrat Wölfle, herzlich willkommen. Und wir haben 4 Oberbürgermeister unter uns. Ist unter uns der Oberbürgermeister von Konstanz, hat uns begrüßt. Ich bedanke mich, lieber Uli, für die freundliche Begrüßung. Und noch mehr bedanke ich mich dafür, dass du heute eine ganz besondere Leistung vollbracht hast. Normalerweise ist der Innenminister für das Wetter zuständig. Als ich gestern die Wetterberichte gegeben habe, habe ich mir im Geiste überlegt, dass im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ich das dir übertrage. Und ich möchte sagen, das hast du gut gemacht zu diesem Anlass. Herzlichen Dank und freue mich, dass der Oberbürgermeister von Friedrichshafen, Herr Brandt, Herr Zeidler von Überlingen, Herr Stab von Radolfzell bei uns sind. Dass es ein besonderer Anlass ist für unsere Feuerwehren im Land, bekommt dadurch besonderen Ausdruck verliehen, dass der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Herr Dr. Knödler, zu uns gekommen ist. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, auch diejenigen, die mich möglicherweise hören, können auf den Boden. Der Bodensee ist ein attraktiver Lebensraum für viele Menschen. Herr Oberbürgermeister, Herren Oberbürgermeister und Herr Landrat. Er ist aber auch für viele Menschen ein beliebtes Tourismusziel. Über 2 Millionen Menschen sind im letzten Jahr an den Bodensee gereist. Das hat jedenfalls die Bodensee-Schifffahrtsbetriebe so festgestellt. Noch entscheidender ist allerdings, und darauf hat Oberbürgermeister Burchardt hingewiesen, dass der Bodensee ein riesiges Trinkwasserreservoir ist für rund 5 Millionen Menschen. Und ich runde das immer derartig ab, dass ich sage, jeder zweite Baden-Württemberger trinkt aus dem Bodensee, um einfach die Dimension klar zu machen. Und keine Sorge, lieber Uli Burchardt, die Schwaben behalten und trinken ihren Trollinger selber gerne, und das Bodenseewasser ist eine gute Ergänzung dazu. Jedenfalls ist es aus diesem Grunde schon von einer außerordentlich großen Bedeutung, dass wir dieses Ökosystem natürlich in einem intakten Zustand halten. Und das ist den Anrainerstaaten und natürlich auch mir persönlich ein großes Anliegen. Der Bodensee hat 273 Ufer Kilometer. 155 Kilometer sind Grenze zu Baden-Württemberg. Das heißt, der weitaus größte Uferbereich des Sees ist angrenzend an Baden-Württemberg. Und deswegen haben wir uns bereits im Jahr 1960 mit den Bayern, den Schweizern und den Österreichern gemeinsam verpflichtet, den Bodensee vor Verunreinigungen zu beschützen. Und in Umsetzung dieser Verpflichtung haben wir gemeinsam mit dem Umweltministerium die Aufgaben der Öl- und Schadenswehr an den Bodenseekreis und an Konstanz übergeben. Die finanziellen Mittel kommen weiterhin vom Land. Das hat also eine große, eine lange, eine 60-jährige Tradition. Und in dieser Tradition, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht auch der heutige Tag. Mit den 4 17 Meter Booten schließen wir eine umfangreiche Beschaffungsaktion für die Erneuerung der Öl- und Schadenswehr Bodensee auf baden-württembergischer Seite ab. Und ich freue mich, dass mit der neuen Bootsklasse die Aufgaben der Boden- und Schadenswehr mit den Anforderungen einer komplexen Sicherheitsarchitektur für die zahlreichen Nutzer des Bodensees vereint werden konnte. Ich danke allen am See, die sich in die Konzeption und die Beschaffung der Feuerlösch- und Arbeitsboote engagiert eingebracht haben.
Dieser Bootstyp ist das Ergebnis der im Jahr 2015 begonnenen Konzeption und Planungsphase einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des Landratsamtes Bodenseekreis und unter Beteiligung von Fachleuten der Feuerwehren, der Ölwehrstandorte Friedrichshafen, Konstanz, Überlingen und Radolfzell. Das Projektbüro war beim Schiffbauingenieurbüro Jonas Panacek in Thalwil, Schwyz, in guten Händen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich hätten wir diese Indienststellung der vier neuen Boote gerne im Rahmen einer großen Demonstration der Gesamtflotte unserer Öl- und Schadenswehr vorgestellt. Aber die Corona-Pandemie gebietet natürlich auch hier Zurückhaltung. So wollen wir nun heute unter Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnahmen die Indienststellung der vier Boote gemeinsam vornehmen und machen das in einem kleinen, aber sehr feinen Rahmen. Nun zu unseren Booten, die so stolz vor uns liegen. Mit den neuen Feuerlösch- und Arbeitsbooten ist es nun möglich, über die reine Feuerlöschtätigkeit hinaus auch technische Hilfe, zum Beispiel für liegengebliebene oder manövrierunfähige Boote, zu leisten und bei Wasserrettungen helfend zu unterstützen. Die neuen Boote wurden vom Land Baden-Württemberg aus Mitteln der Feuerschutzsteuer finanziert und dienen der Öl- und Schadenswehr zur Gefahrenabwehr auf dem See und vor allem noch einmal dem Schutz des Trinkwasserspeichers Bodensee. Die Kosten betragen insgesamt 7,6 Millionen Euro, wobei das Gesamtinvest des Landes bei roundabout 10 Millionen Euro liegt. Dieser Betrag ist ausgesprochen sinnvoll und gut für uns alle investiert. Das zeigt im Übrigen schon die jüngste Statistik. Mit den alten Feuerwehrbooten, und das ist richtig, Herr Oberbürgermeister, liebe Uli Burchert, das waren alte DDR-Boote sozusagen gewesen, wurden zum Beispiel durch die Feuerwehr Friedrichshafen im Jahr 2019 zur Öl- und Schadenswehr insgesamt 27 Einsätze gefahren, also das ganze Jahr über. Im ersten Halbjahr 2020 war unser neues Feuerlösch- und Arbeitsboot bereits 23 Mal im Einsatz. Wichtig ist es mir an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass die Ausgaben nicht nur für den Bodensee nutzbringend sind. Nein, noch einmal, damit wird gewährleistet, dass die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg auch zukünftig das allerbeste Trinkwasser haben, das man sich vorstellen kann. Die schnelle und professionelle Hilfe bei Schadens- und Unglücksfällen unter schwierigen Bedingungen setzt den Einsatz modernster und sachgerechter Technik voraus. Dabei kommt es nicht nur auf Schnelligkeit an, sondern vor allem auf eine gewissenhafte, fachlich souveräne Aufgabenerledigung unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse. Und letztere haben es in sich, meine Damen und Herren, Flachwasserzonen. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass diese doch großen Boote nur einen geringen Tiefgang haben, was für die Flachwasserbefahrungen natürlich wichtig ist. Uferbefestigungen, Wellengang des Sees in Abhängigkeit von Wind und Wetter, Anfahrt und Slipmöglichkeiten. Unter diesen nicht einfachen Rahmenbedingungen müssen unterschiedlichste Einsätze gefahren werden: Einbringen von Ölsperren, Ölaufnahme von der Gewässeroberfläche, Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Hier sind alle vier Bestandteile des Feuerwehrsymbols gefragt. Die Durchführung einer risikoorientierten Gefahrenabwehr erfordert eine fundierte aus- und ständige Fortbildung, exzellente Orts- und Gewässerkenntnisse, Teamfähigkeit, Arbeiten im Verbund, und zwar auch mit unseren Partnern aus Bayern, Österreich und der Schweiz, und die ständige Kooperation mit der Wasserschutzpolizei, der DLRG und dem Bodensee-Schifffahrtsbetrieben BSB. Die Stützpunktwehren Friedrichshafen, Konstanz, Radolfzell und Überlingen bilden sozusagen die Korsettstangen der Gefahrenabwehr auf dem See. Sie erhalten bedarfsorientiert Unterstützung von den Wehren der Uferregionen, von den Hilfsorganisationen und vor allem von der Wasserschutzpolizei.
Angesichts der besonderen Gefährdungslage und der hohen Anforderungen leisten die in der Öl- und Schadenwehr Bodensee tätigen Feuerwehren, Behörden und Organisationen einen unverzichtbaren Beitrag zur Gefahrenabwehr auf dem Wasser und am Wasser. Durch die neuen Arbeits- und Feuerlöschboote wird ihre Qualität und Schlagkraft weiter verbessert. Mit den 4 Standorten in Friedrichshafen, Konstanz, Radolfzell und Überlingen wird zudem eine optimale Abdeckung des Bodensees im Schadensfall erreicht. Mein Dank gilt den beiden mit der Aufgabe der Öl- und Schadenswehr beauftragten Landratsämtern und den 4 ausführenden Stützpunktfeuerwehren. Insbesondere danke ich dem Landratsamt Bodenseekreis als Projektverantwortlichem für die Beschaffung der 4 neuen Boote, der ständigen Arbeitsgruppe Ölwehr mit den Experten der 4 Standorte sowie dem Ingenieurbüro Panacek und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Kevatec. Danken wir für die sehr effiziente Zusammenarbeit und den stets konstruktiven Dialog während der Planungs- und Bauphase. Nicht vergessen dürfen wir aber auch die Menschen, die diese sehr anspruchsvolle Technik in den Einsatz bringen. Einmal mehr gilt mein Dank und meine Anerkennung daher derjenigen, die in der Öl- und Schadenswehr im Einsatz bringt und allen, die sich Tag und Nacht in den freiwilligen Feuerwehren für uns alle engagieren. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle dafür. Nun übergebe ich diese Boote an die Ölwehrstützpunkte Konstanz, Friedrichshafen, Überlingen und Radolfzell und wünsche uns allen, dass diese Boote immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel haben mögen. Und selbstverständlich denken wir, so wichtig dieses technische Gerät ist, immer an die Menschen, die dieses technische Gerät bedienen und nutzen, die auf den Booten sind. Mein Wunsch ist, dass Sie auch mit diesen neuen tollen Booten aus jedem Einsatz gesund und wohlbehalten zu Ihren Familien zurückkehren mögen. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank. Und Gottes Segen möge sie begleiten.